Ja, Gerd, ich freue mich, dass ich dich jetzt interviewen kann. Das ist auch ein Interview, was schon seit Jahren praktisch in der Luft ist, dass wir Kontakt haben und dass es passieren sollte. Und jetzt passiert es halt, jetzt haben wir die Gelegenheit. Wir sind hier im Zentrum für kreative Intelligenz in Salzburg. Meine erste Frage in deiner E-Mail, in deiner Homepage, die heißt gerdosho.com, also der Name Osho kommt drin vor. Das ist ja bestimmt kein Zufall. Also, wie ist es gekommen, dass du in deiner Homepage den Namen Osho verwendest? So, wenn du über Osho sprichst, dann ist es für mich das Gleiche wie die Liebe, wie wenn man über Liebe spricht. So, Osho, ist für mich einfach eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung zwischen einfach einem Menschen, der erleuchtet ist und den anderen Menschen den Weg weist. Für mich war Osho immer sehr, sehr wichtig auf meinem Weg und hat mich in den dunkelsten Ecken, Wegen, in dem ich mich befunden habe, wieder herausgeholfen hat mir das Licht gezeigt und es wurde mir einfacher gemacht dadurch. Bist du ihm persönlich begegnet? Ich bin auch schon nicht persönlich begegnet. Denn es war kurz nachdem er gestorben ist, das war im Januar 90, dort habe ich eine Dokumentation über ihn gesehen, wo eben all die Dinge, die man so über Osho zu dieser Zeit Bhagwan kannte, hat man dort gezeigt, all diese Geschichten mit seinen Rolls-Royce und Sex-Guru und die ganzen Sachen, hat all diese sogenannten negativen Dinge und habe auch dort bei dieser Dokumentation gesagt, schau, wie ist es denn möglich, dass so viele Leute, auch so intelligente Menschen, einfach solch einen Menschen auf den Leim gehen können, auf den Leim gehen können. So war meine erste Begegnung mit Osho dieser Art. Doch zum Schluss dieser Dokumentation ließen sie doch Osho alleine reden und dort ist etwas passiert, dort hat es in mir so eine Art, wie man sagt, Klick gemacht. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. So dass ich dann am nächsten Tag in die Buchhandlung gegangen bin und von ihm Bücher bestellt habe. Zu dieser Zeit auch sehr witzig, weil wenn man zu dieser Zeit von Osho Bücher wollte oder bestellte, dann war das fast schon etwas Verbotenes. Und so etwas tut man doch nicht. So war meine erste Begegnung Osho dieser Art, aber nach seinen Worten, die zum Schluss dort gebracht wurden, war alles wie weggewischt. All diese Dinge, die rund um ihn herum geschehen sind, war wie weggeräumt. Es hat mich nicht mehr interessiert,
sondern es war einfach nur noch wie ein Fallen ins Herz. Und es war ein völliges Vertrauen in das Eigentliche, in die Essenz dessen, was Osho sein Leben lang verbreitet hat. So hat es für mich nie eine Verwirrung diesbezüglich mehr gegeben. Im Laufe der Jahre sind natürlich noch viele andere Dinge erschienen, erzählt worden, aber all dies hat mich nicht im geringsten tangiert. Es war einfach das völlige Vertrauen in die Essenz, in die Botschaft des Eigentlichen hier. Das ist auch eben eine Liebe, so wie ich es verstehe, einfach eine unbedingte Liebe, durch alles hindurch. Osho hat auch so gearbeitet, dass er mit den Verstandesdingen jongliert hat. Er hat sich oft widersprochen und das hat natürlich Menschen, die sehr verstandesorientiert sind, sehr verwirrt, weil man möchte sich natürlich gerne auch an solchen Dingen festhalten. So, wir sind es gewohnt, uns an Verstandesdingen festzuhalten, an Wissen, dass wir lernen, einfach an diesen Dingen, die wir uns vorstellen, festzuhalten. Und genau dies hat Osho in jedem Moment wieder weggenommen. So jeder Halt an irgendwelchen vorgestellten Dingen, auch Wissen, wurde sofort wieder weggenommen. In seiner ersten Phase hat er sehr viel über verschiedene erleuchtete Menschen gesprochen. Und in seiner zweiten Phase genau über diese erleuchteten Meister wieder seinen Spaß dran gehabt, all das wieder zu relativieren. Einfach, wer sich mit Osho beschäftigt hat, weiß die Geschichten in der zweiten Phase, wo er begonnen hat mit Buddha, wo er den Buddha in sein Zimmer eingeladen hat und zum Schluss einfach er ihm gesagt hat, nein, sein Bett sei einfach zu klein, er braucht einfach ein größeres Bett, dass er sich bewegen kann. Und er hat einfach seinen Spaß damit gehabt. Auch rein sich an Dingen zu halten, an Vorstellungen, auch was ein Meister anlangt, damit auch die Anbetung von Bildern nicht mehr so einfach ist. Sehr gerne und auch sehr natürlich ist es, dass wir eben nur eben in diesen Bildern, in diesen Vorstellungswelten leben. Wenn wir beginnen zu projizieren, einfache Erinnerungen, die wir angesammelt haben, das ist eine Projektion, die wir erkennen, sehen, so fühlen wir uns dabei wohl, weil es uns sehr vertraut ist. Doch dabei vergessen wir eben ganz einfach denjenigen, der diese Dinge betrachtet und sieht. Eigentlich ganz einfach, denn ohne ihn geht ohnehin nichts. Das heißt, ohne mir geht ohnehin nichts. Es wäre nicht möglich, ohne mich solche Art Erinnerungen hervorzuholen und mit diesen Erinnerungen zu arbeiten. Es braucht mich, meine Energie, meine Wachheit, meine Aufmerksamkeit, dies zu tun. Jeden Moment haben wir neue Eindrücke, die wir sammeln und unser großartiger Verstandesmechanismus einfach in sich memoriert, einfach in sich aufnimmt
und damit arbeiten kann. So sind wir unser Leben lang damit gewohnt, in diesen Vorstellungswelten, die sich in jeder Minute vergrößern, zu leben. Haben uns darin so schon eingerichtet, dass wir meinen, wir sind doch irgendwie dort drinnen gefangen, dort drinnen, wir leben dort drinnen, wir sind diese Vorstellungswelten. Doch wir vergessen in diesem Punkt die Essenz, nämlich uns selbst, die Möglichkeit desjenigen, der eben all diese Dinge hervorholen kann in jedem Moment. Gerade jetzt, wenn wir dieses Interview machen, all die Menschen, die vor dem Computer sitzen, dieses Interview sehen, so ist es einfach derjenige, der hört, sieht, wahrnimmt. Und genau derjenige in jedem Moment, auch während des Hörens, verschiedene Meinungen, Ideen, Vorstellungen wie ein Vorhang vor sich bringen kann, das dann zwischen dem Hören, dem Sehen und zwischen ihm selber steht. Doch wenn das Hören an sich klar, rein, einfach wird, einfach nur noch hören, einfach nur noch sehen, so sind all diese Vorstellungswelten auf einmal als das zu sehen, was sie sind, nämlich als Vorstellungen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Und das passiert jetzt in diesem Moment. Haben wir die Möglichkeit, Erinnerungen hervorzuholen, Gedanken, Bilder, all dies. Und dies geschieht aus der Quelle, nämlich aus uns selbst. Und genau in diesem Moment einfach diese Aufmerksamkeit, diese Wachheit, sogar das Gefühl zu beobachten und zu sehen, wenn ich mit irgendetwas beginne zu arbeiten, das heißt nachzudenken, in mich etwas hervorzuholen, eine andere Auffassung, eine andere Meinung, all diese Vorgänge, diese Energien, die sich da in Bewegung setzen, zu sehen. Und so spüre ich mich immer mehr und mehr selber, egal was ich tue, ob ich nun nachdenke, arbeite, ich spüre mich in allem völlig als mich, ich, jetzt und hier, in diesem Moment. So ist es kein Problem mehr, Erinnerungen hervorzuholen, nachzudenken, denn es alles fließt und die Aufmerksamkeit, die Wahrheit ist einfach hier. Jetzt in diesem Moment, genau jetzt und nirgends anders. Es ist immer dieses Hiersein, dieses vertraute Hiersein, das jeder jetzt in diesem Moment hat. Du hast eben zu Anfang die Bücher von Osho erwähnt, die du dir bestellt und gekauft hast. Wie war das dann für dich, die zu lesen? Es war 89. Ich ging nach Hause zu meiner Wohnung, saß mich dort nieder. Ich hatte ein Glas Wein vor mir stehen, und als ich da so niedersaß, das Glas Wein vor mir, ich hatte noch
keinen Schluck getrunken, es war ein guter Rotwein, geschah es, dass auf einmal nichts mehr möglich war. Es war mir in diesem Moment nicht mehr möglich, auch nur den geringsten Gedanken zu fassen. Es war einfach eine völlige Präsenz im ganzen Raum, im ganzen Wesen, überall diese Präsenz, diese enorme Präsenz vorhanden. Und es hat sich nicht gelöst. Ich habe aus den Augen gesehen, aber es war eine völlige Präsenz vorhanden, dass es nicht möglich machte, auch nur im geringsten über gewisse Dinge nachzudenken. So, wie man das gewohnt ist, wie wir es immer tun, all dies war nicht mehr möglich. Ich weiß nicht mehr, wie lange das dauerte. Ich versuchte, so kann ich mich jetzt erinnern, mich dann hinzulegen, weil es auch sehr eigenartig war. Etwas sehr Eigenartiges, etwas sehr Füllendes. Es war etwas Befremdendes. So versuchte ich mich hinzulegen, nur dass wieder der ganze Denkapparat möglich ist zu bedienen, dass es wieder funktioniert. Ich schloss meine Augen und ich weiß nicht wie lange. Auf jeden Fall saß ich mich auf und ganz langsam merkte ich, dass der Denkapparat wieder zu funktionieren begonnen hat. Und ich langsam wieder Gedanken hervorholen konnte und damit arbeiten konnte. Was sehr eigenartig war, ich konnte diesen Wein nicht mehr trinken. Es war mir nicht mehr möglich. Es waren viele Dinge danach nicht mehr möglich. Es hat sich sehr viel verändert. Doch ich wusste nicht, was genau es war, was geschehen ist. Es war etwas Außerordentliches. Aber was genau, das wusste ich nicht. Ich konnte es nicht einteilen. Es war hier, von diesem Moment an, es war ganz klar und deutlich. So kam es einige Zeit später, wie ich vorher erzählt habe, wo ich diese Dokumentation gesehen habe über Osho und diese Bücher bestellt habe. Ich war dann auf den Weg Richtung Salzburg und im Zug las ich diese Bücher. Das eine Buch war ein kleines Büchlein, Der Höhepunkt des Lebens, wo ich diese Worte las. Es war unglaublich, aber diese Tränen, ich so tief habe ich noch nie geweint, aber vor Freude, denn jedes Wort eröffnete mir die Antwort auf diese Erfahrung, die dort geschehen ist. So waren all das, was dort geschrieben wurde, einfach das, was selbst hier geschehen ist, selbst hier geschehen ist, bei mir geschehen ist. Einfach das völlige Sehen, was denn Denken bedeutet, was Denken bedeutet, was Denken ist und einfach das, was ist überhaupt. Einfach diesen klaren Unterschied zu sehen, zu fühlen, wahrzunehmen mit dem ganzen Wesen. Das ist etwas, was uns, jeden von uns Menschen, in jedem Moment des Lebens sehr oft passiert, dieses Hiersein. Doch es wird nicht wahrgenommen, weil es noch sehr wenig ins Licht, ins richtige Licht gesetzt wird. Nämlich, dass einfach der Moment des Seins an sich immer hier ist. Immer anwesend ist. Ich bin immer hier. Und der Denkmechanismus,
eben nur ein Mechanismus ist, den ich bediene, den ich hernehme, mit dem ich arbeiten kann, aber nicht ich bin. Das ist sehr wichtig, dies auch erklärt zu bekommen. Buddha hat sehr viel Augenmerk draufgelegt. Er hat sehr viel Augenmerk auf Unterscheidungskraft gelegt, auf Verständnis gelegt. Denn sonst geht man in Meditation, sitzt sich stundenlang nieder, meditiert, man fühlt sich dann gut, aber kurz nach der Meditation, all die Probleme nehmen einen wieder ein und man findet sich wieder im Dunkeln der ganzen verschiedenen Gedankenformen, Probleme, die man einfach hat. Das ist, weil das Verständnis seiner selbst nicht hier ist. Man hat die Unterscheidungskraft noch nicht. Man hat die Unterscheidung noch nicht. Was ist denn Denken? Was sind Gedankenbilder? Was bin ich eigentlich selbst? Und es ist sehr wichtig zu sehen und zu erkennen, dass es einfach jemand in uns gibt, der versteht, der hört, der sieht, einfach ich, die Quelle, der aufnimmt. Es ist wichtig zu erkennen, zu spüren und zu sehen. Das ist die Intelligenz an sich. Ohne das geht es nicht. Das hat nichts mit Verstand, mit irgendeinem intellektuellen Spielerei zu tun, sondern es ist die Intelligenz an sich, die versucht zu verstehen, zu hören und zu sehen. So ist ein Verständnis seiner selbst eben auch möglich, wenn man es erklärt bekommt, wenn man es ganz eindeutig, wenn man es so klar wie möglich erklärt bekommt, dass man weiß, was, wer, wo die Quelle ist. Ansonsten tappt man nur irgendwie im Dunkeln herum, erfährt zwar Stille, aber man kann nichts anfangen damit. Man geht hinaus und die Stille ist weg und man gibt sich dem Gewohnten, nämlich dem Denken hin, der Identifikation mit all dem, was erlebt wurde, mit all dem, was angesammelt wurde, einfach unserem Leben das, was unser Leben ausmacht. Und deshalb sehr wichtig, einfach zu demjenigen zu kommen, der versteht. Und wo ist der? Er ist einfach jetzt hier. In diesem Moment derjenige, der in den Computer sieht, dieses Empfinden von ihm, von dir, in diesem Moment. Einfach bei dem bleiben und spüren und fühlen. Ganz egal, ob man nun an irgendwas nachdenkt, das spielt gar keine Rolle. Wir brauchen nicht im geringsten Angst vor den Gedanken zu haben. Die Gedanken sind nur Werkzeuge, Möglichkeiten, um das Leben zu gestalten. Und das können wir auf die kreativste Art und Weise tun, die uns möglich ist. So brauchen wir wirklich keine Angst vor irgendeiner Erinnerung, von irgendeinem Gedanken zu haben. Denn wenn wir nur ein wenig sensibel werden, empfindsamer, so sehen wir, spüren wir, ich bin immer hier. Ich fühle mich immer. Ich bin immer hier. Ich lasse mich nur gerne von gewissen Erinnerungen, von gewissen Erinnerungsabfolgen verwirren, die mir Gefühle erzeugen, Emotionen. Und von diesen Emotionen lasse ich mich wegreißen und kreiere von diesen Emotionen ausgehend
natürlich auch die dazu passenden Erinnerungen. Und das kann sich dann je nachdem hineinsteigern. Es kann sich, wenn die Emotion eine spannungsgeladene Emotion ist, etwas vielleicht nicht so Gutes, kommen die ganzen Freunde und Kollegen in Form von Gedanken, von Erinnerungen, die dazu passen. Sie werden sich dazu gesellen und dann habe ich ziemlich viel Material, mit dem ich dann arbeite und wo sehr oft diesen vorhandenen Gefühlszustand noch steigern. Es ist, als werfe man noch mehr Holz in das Feuer, das gerade geschürt wurde. Und das ist etwas, was jeder für sich wirklich ganz klar in sich erkennen kann. Diese Vorgehensweisen, wie wir arbeiten in uns selbst, wie wir denken, es ist ganz klar für jeden erkennbar. Also, es bedeutet, sensibler zu werden für den geringsten Vorgang in sich selber, den Vorgang des Denkens. Denn umso mehr, dass man sich des Denkens bewusst wird, umso mehr ist man sich selbst. Wenn man, solange man einfach nur denkt, heißt das noch nicht, dass man weiß, dass man denkt. Wenn man richtig es erkennt, dass man denkt, ist man schon bereits nicht mehr das Denken. Dann ist man bereits schon einfach dieses einfache Hiersein in diesem Moment. Es ist wichtig zu erkennen und zu sehen, geschieht in diesem Moment. Nur ein wenig Aufmerksamkeit, ein wenig Wachheit ist nötig, um dies zu erkennen und zu sehen. Und eine Klarheit wird erscheinen, die das Denken sieht, erkennt und dann vom Denken nicht mehr verwirrt wird, sondern das Denken benutzt, um Dinge zu fertigen, zu machen, diese Welt schöner zu gestalten, diese Erde wohnbar zu einem Paradies zu machen, zu einem wirklich freudigen Paradies. Denn so, wie wir bis jetzt gelebt haben, was auch wichtig war, denn jede Zivilisation in diesem ganzen Universum geht durch eine Entwicklung, so auch unsere, mussten wir dies machen. Wir mussten uns in diese Dinge einfach verirren. Wir mussten es kennenlernen. Das gibt uns die Möglichkeit, langsam aus all diesen Dingen herauszuwachsen. Wie eine Blume, die langsam heranwächst, die Knospe, und sich langsam dann der Sonne hin öffnet. So ist auch die Entwicklung des Menschen vergleichbar mit solch einer Blume. Das heißt, langsam von all diesen Gedanken, Wirrwarr, wo wir uns verloren haben, mit dem wir uns identifiziert haben, langsam herauszuwachsen, immer mehr uns dessen bewusst zu werden und einfach sich auf diese Art und Weise sich dem Licht öffnen und sich selbst zu sein, das Denken zu erkennen, es an seinen richtigen Platz zu bringen und in all diesen Dingen sich wahrzunehmen. Und das ist jetzt genau das, was jeder von uns jetzt fühlt, sich selbst in diesem Moment. Gar nichts Spezielles, gar nichts Außerordentliches, sondern diese Einfachheit jetzt, das ist es. Der Kopf erschafft sich sehr gerne eine Außerordentlichkeit. Er möchte sehr gerne
außerordentlich sein. Das ist, warum er diese Einfachheit, was das Leben ist, nicht aufnehmen kann. Denn das will er nicht wahrhaben, dass das Sein einfach hier ist. Die Tatsache des Seins an sich, die Tatsache des Hierseins, dass jetzt überhaupt die Möglichkeit ist, zu sprechen, zu reden, wahrzunehmen. Einfach die Tatsache dessen, dass überhaupt etwas hier ist. Man kann über all diese Dinge sprechen, doch dieses Mysterium des Hierseins an sich bleibt und wird immer bleiben. So kann der Verstand Dinge erklären, und das ist auch richtig, und das sollen wir auch tun. Doch das Sein selbst bleibt ein Mysterium. Und das ist das Schöne, denn ein Mysterium bedeutet ein Geheimnis, das immer tiefer und tiefer geht, dass man leben kann, dass man sein kann, aber dass man nicht lösen kann. Könnte man es lösen, kann man sich es vorstellen, dann, was soll alles da ist? Doch wenn man es nur sein kann, aber es nicht lösen kann, es nicht erklären kann, dann führt das immer weiter und weiter in die Tiefe, in die Unendlichkeit, ohne dass auch nur im geringsten ein Ende abzusehen ist. Das ist das Schöne, das Wunderbare am Leben an sich, diese Schlichtheit, diese Einfachheit. Hast du dann auch die aktiven Meditationen von Osho ausprobiert, die ja auch über den Körper ins Jetzt führen? Es war dann von dieser Zeit sehr viel Meditation, die ich praktiziert habe, sehr viele Meditationen, und natürlich all diese Osho-Meditationen waren natürlich dabei, die ich praktiziert habe. Alles, die Dynamik, die Kundalini, all diese Meditationen, die Osho entwickelt hat. Habe sehr viele andere Meditationen kennengelernt. Habe mich sehr viel mit den verschiedenen Religionen, mit den verschiedenen Richtungen beschäftigt. Auch Reisen gemacht und dort Menschen kennengelernt. Natürlich, all diese Meditationen gemacht, und es war immer so, jede dieser Meditation führt genau auf das Gleiche hin, nämlich auf die Wahrnehmung seiner selbst. Einfach, es führt zur Quelle. Man wird immer zur Quelle geführt. Und man wird sehen, dass man von dieser Quelle noch nie getrennt war, denn sie ist immer hier. Man kann alles Mögliche tun in den verschiedenen Meditationen, man kann rumspringen, man kann tanzen, aber auf einmal dieses völlige Hiersein, dieses Wahrnehmen des einfachen Hierseins im Hier und Jetzt, genau in diesem Moment. All diese Meditationen gehen genau auf dies hinaus. Das ist ganz egal, ob man nun singt, ob man sich bewegt, Mantras. Es ist immer, es führt immer zum Gleichen. All diese Meditationen sind wie ein Fingerzeig, und der Finger zeigt auf einen selbst. So ist es egal, was man praktiziert, einfach immer wieder vonnöten, dass man, wenn man diese Meditationen praktiziert, intensiver sich selber bewusst wird, sich wahrnimmt, einfach in diesen Momenten, wo die Meditation geschieht.
im Tanzen mehr und mehr sich wahrnimmt. Nicht nur im Tanzen, sondern einfach in sich selbst. Der Moment, der geschieht. Beim Mantra, dass man einfach mehr und mehr denjenigen erkennt, der dieses Mantra sagt, sich mehr und mehr entspannt, in diesen Moment entspannt, in denjenigen entspannt, der ein Mantra sagt, der singt, wenn er ein Lied singt, wenn all diese Meditationen führen zu demjenigen, der diese Dinge tut. Denn es ist immer einer vonnöten, der diese Dinge beginnt. Es ist immer jemand hier, der sagt, jetzt mache ich diese Meditation, jetzt mache ich jenes, jetzt tue ich dies. So zu sehen, wer es ist, der dies tut. Und das ist nicht schwer, weil er immer hier ist. Ich bin immer hier. Ich sage den ganzen Tag ich. Und wenn ich Dinge überlege, vergleiche, so ist es auch immer ich. Einfach immer ich. Dieses Ich geht durch unser ganzes Leben hindurch. Seltsamerweise haben wir es geschafft, immer diesem Ich auszuweichen, indem wir immer andere Dinge tun, mit dem sich dieses Ich beschäftigt, aber nicht mit sich selbst. Sich selbst hat dieses Ich vergessen. Das ist doch sehr seltsam, obwohl es uns die ganze Zeit über immer vorhanden ist, ist es uns doch irgendwie abhanden gekommen, obwohl es immer hier ist. So einfach sich zu entspannen, dieses Ich zu fühlen, wahrzunehmen, im jetzigen Moment wirklich hineinzufühlen, mit voller Aufmerksamkeit, Wachheit, einfach dieses Ich zu sein und von nichts sich ablenken lassen, mit diesem Ich nichts mehr zu starten, keinen Gedankengang, keine Erinnerung, für einen kurzen Moment einfach dort zu bleiben. Es wird dann immer wieder geschehen, dass gleich nach einer kurzen Zeit, vielleicht ein Bruchteil einer Sekunde, und schon wieder beginne ich über was zu fantasieren. Aber, das große Aber wird kommen. Das spielt keine Rolle. Einfach im nächsten Moment, man hat sich immer selber, man fühlt sich immer selber. Wieder sich selbst sein. Das sind die Meditationen eine große Hilfe, weil sie auf genau das fokussiert sind. Sich dessen bewusst zu werden, doch alles andere, was uns im täglichen Leben widerfährt, ist genau eine Möglichkeit, sich selbst bewusst zu werden, sich einfach selbst wahrzunehmen. Ist es immer richtig, den Impulsen zu folgen, die man spürt, zum Beispiel zu meditieren oder einfach nur jetzt in dem Moment wahrzunehmen, sich in den Moment reinfallen zu lassen? Es ist einfach unsere ureigenste Natur, die sich eigentlich irgendwie wieder selbst erkennen möchte, wieder sich selbst sein möchte. So diese Impulse der Meditation bedeutet einfach, sich selbst zu finden. So sind natürlich diese Impulse wichtig. Und wenn man dann eine Meditation sucht, die einem liegt, sie praktiziert, sehr wichtig und sie mit ganzem
Herzen zu praktizieren, mit völliger Aufmerksamkeit und Liebe sie zu praktizieren. Es ist sehr wichtig, egal welche Art diese Meditation auch sein mag. Und dann, wenn die Meditation gemacht wird, auch mehr und mehr sensibel für sich selbst zu werden, sich selbst wahrzunehmen. Langsam bei dieser Meditation, langsam sich selbst wahrzunehmen, sich in sich selbst zu entspannen. Loszulassen all diese Dinge, die ich hervorhole, die ich tue, all diesen Halt an diesen Dingen für diese Momente beginnen loszulassen, nicht mehr daran festzuhalten, sondern einfach völlig losgelöst, sich wirklich in sich selbst zu entspannen. Einfach in diesen Moment hinein entspannen. In diesem Moment heißt sich selbst sein, zu sich selbst kommen und dort verweilen. Alles, selbst die Meditation loszulassen, die man begonnen hat zu praktizieren. Denn Meditation ist nichts anderes auch als ein Werkzeug, als eine Möglichkeit, seiner selbst bewusst zu werden. Doch es ist ganz wichtig, auch selbst dieses Werkzeug beiseite zu legen und denjenigen zu erkennen, der dieses Werkzeug in die Hand genommen hat, der mit diesem Werkzeug gearbeitet hat. Und das geschieht in diesem Moment. Ansonsten sind wir immer auch von diesen Werkzeugen abhängig. Wir schleppen dann einen großen Rucksack mit, der uns sehr schwer wird, mit vielen Werkzeugen. Und das macht unnötig alles schwerer. Es ist wichtig, wenn man eine Meditation gefunden hat, diese mit völligem Herzen, mit dem ganzen Herzen, völligem Vertrauen zu praktizieren, mit dem kleinen Zusatz auch demjenigen in uns eine Chance zu geben, der diese Meditation praktiziert. Und das ist nicht so schwer, sondern ganz einfach, weil er in jedem Moment wahrnehmbar ist, weil er in jedem Moment einfach anwesend ist, weil er in jedem Moment sich selber spürt, sieht, erkennt. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Und das kann jetzt geschehen, in diesem Moment, beim Zuhören, das kann bei Meditation geschehen, das kann in jedem Moment passieren. Denn es ist dieser Moment immer hier, der versteckt sich nicht, den muss man nicht hervorholen, den muss man nicht irgendwie suchen, sondern er ist völlig offen, sichtbar in diesem Moment vorhanden. Er ist nicht weit entfernt, er ist nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch nur versteckt, sondern er ist gerade jetzt und hier. Das Leben, der Moment an sich ist immer hier. Es wurde uns viel erzählt von den verschiedenen Religionsführern, wie schwierig es ist, sich selbst zu sehen, sich selbst zu erkennen, wie schwierig es ist, Gott zu erkennen, erleuchtet zu werden, wie viel Leben man noch dazu braucht. All dies wirkt wie eine Hypnose in den Menschen und lässt ihn nicht los, weil wir diesen Worten Glauben geschenkt haben. Wir haben uns davon hypnotisieren lassen. Wir glauben diesen Worten, weil wir in unserem Leben immer nur Worten, Wortgebilden, Gedanken geglaubt haben. Es war uns auch nicht anders möglich.
Es wurde uns auch nicht anders gesagt und erklärt. So glauben wir auch diesen Dingen. Und so haben wir diese Einfachheit verloren, diese Unschuldigkeit, wie es noch ein Kind hat, wenn es spielt. Einfach diese Unschuld, diese Einfachheit des Hierseins im Moment haben wir verloren, haben wir eingetauscht gegen Gedankengebilden, gegen Wissen, das uns daran hindert, jetzt einfach nur zu sein, weil wir mehr diesem Wissen glauben, vertrauen, als uns selbst in diesem Moment. All dies ist eine große Hypnose, in der sich der Mensch befindet, in der er schläft und sich bewegt wie in einem Traum. Und aus diesem Traum ist es möglich, jetzt in diesem Moment aufzuwachen, indem man einfach nur sich selbst wahrnimmt, als diese Einfachheit in dem Moment. Und so wird dieser Traum, in dem man bisher gelebt hat, ganz eindeutig als das erkannt, nämlich als Traum, in dem ich nicht wirklich drinnen bin, sondern ich bisher geträumt habe. Und in diesem Moment ist das möglich. Du hast einmal gesagt, du bist immer in Meditation. Heißt das, du setzt dich nur hin zur Meditation und sagst, wir meditieren jetzt. Machst du das für die Leute, die gerade mit dir sind? Oder brauchst du dann einfach das auch manchmal, um den Körper zur Ruhe zu bringen? Oder wie verstehst du das? Es ist ganz egal, was man tut. Das können wir jetzt auch praktizieren, jeder von uns, egal was er tut, ob er nun denkt, ob er arbeitet, es ist ganz egal, wie fühlt er sich, wie fühlen wir uns, wie fühlen wir uns jetzt in diesem Moment, wie nehmen wir uns jetzt in diesem Moment wahr, jeder von uns selbst, jetzt in diesem Moment, derjenige, der jetzt zusieht, vor dem Computer, wir, die wir hier sitzen, wie fühlen wir uns? Wie ist dieses Gefühl des Hierseins in jedem von uns? Wie nimmt man sich wahr? Hat man vielleicht irgendwelche Emotionen, die man wahrnimmt? Denkt man vielleicht an irgendwelche Dinge? Stellt man sich irgendwelche Dinge vor? Das spielt jetzt gar keine Rolle. Das kann man ruhig tun. Doch wie fühlt man sich dabei? Wer ist es? Wer fühlt sich jetzt? Wer nimmt sich wahr? Was ist es in diesem Moment? Ganz einfach, wie sie wahrnehmen. Einfach diese schlichte, einfache Wahrnehmung in diesem Moment. Für diesen Moment. Es ist doch etwas, was immer hier ist, was wir kennen schon als kleines Kind, was wir noch gespielt haben, einfach diese Wahrnehmung. Nur eine Täuschung ist es, die uns meinen lässt, dass wir jetzt irgendwie erwachsen sind. Eine Täuschung, weil der Körper, mit dem wir aufgewachsen sind, älter geworden ist, eine Täuschung, weil wir mehr Wissen in uns hineingezwängt haben, das uns im Wege steht, vor uns selbst zu erkennen. All diese Illusion lässt uns denken, dass wir jetzt irgendwie erwachsen sind. Wir sind vom Kind jetzt in einem Erwachsenenalter. Doch allein nur diese Wahrnehmung, in diesem Moment, wo ist sie, wie ist sie, wie fühlt sie sich an, was ist es? Diese Wahrnehmung
wenn wir mehr und mehr Aufmerksamkeit darauf legen, werden wir sehen, die ist immer hier. Sie geht nie verloren. Sie ist immer hier. Wir können jeden Moment zu dieser Wahrnehmung kommen, zurückkommen und sein. Sie geht nicht verloren, denn sie ist einfach. Sie ist nicht zu erklären, weil sie einfach ist, braucht sie sich nicht selbst erklären. Inwieweit sind andere Menschen eine Chance, ins Jetzt zu kommen? Du meinst, Devasito, bitte? Der Kontakt mit anderen Menschen, zum Beispiel in einer Freundschaft, in einer Beziehung oder in Sexualität, wo ist da die Chance, ins Jetzt zu kommen? Genau das, was du jetzt gesagt hast, in Freundschaft, in Beziehung, in Sexualität, ist die Chance, in das Jetzt zu kommen, die größte. Es ist die größte Chance, die wir haben. Denn in einer Freundschaft, das heißt in einer Beziehung, ist es intensiv, was uns gezeigt wird, wie wir arbeiten, wie wir in uns selbst arbeiten, wie wir uns selbst sehen, in der Beziehung zum anderen Menschen, als was wir uns betrachten, als was wir uns fühlen, als was wir uns sehen. Gerade in einer Beziehung kommt dies sehr, sehr deutlich hervor. Und sehr oft geschieht es, dass wir uns all diesen Qualitäten, die wir uns angeeignet haben, mit denen wir uns identifizieren, nicht auseinandersetzen oder besser uns nicht diesen Qualitäten stellen. Das bedeutet, sie wirklich eingehend und völlig von jedem Winkel aus betrachten. Denn das würde bedeuten, dass wir beginnen, eben die Qualitäten als das zu sehen, was sie sind. Nämlich nur Qualitäten, wahrnehmbare Qualitäten, die wir angesammelt haben, aber wir selbst nicht sind, die wir jetzt in diesem Leben verkörpern, aber wir selbst nicht sind, sondern wir derjenige sind, der diese Qualitäten wahrnimmt. Dies ist die Chance, die wir haben in Beziehungen, denn genau dort werden von jeder Seite des Partners die Knöpfe gedrückt. Und sehr oft kapitulieren wir und rennen davon, anstatt immer wieder die Möglichkeit zu nutzen, genau diese Dinge zu betrachten. Das heißt, für kurze Momente, wenn solche Reaktionen, welcher Art auch sie immer sind, hervorkommen, diese Wirkungsweise, wie sie entstehen, warum sie entstehen, warum solche Emotionen entstehen, dieses vielleicht nicht verstanden werden, dieses, wir kennen es, wie das in Beziehungen funktioniert, all dies ganz klar zu sehen. Es ist so, als ob man wirklich für einen Moment wirklich sich niedersitzt und betrachtet, ohne weiter diesen Emotionen nachzugeben, sich von ihnen treiben zu lassen und einfach sich zu verwirren in all diese Geschichten, die dann daraus entstehen. So ist es eine Art, sich hinsetzen und ein genaues Betrachten der Emotion, der Vorgehensweise, wie es gerade geschieht in dem Moment, wo die Herausforderung hier ist. So können wir dies nutzen als eine Art sehr
große Meditation, zum Selbst zu kommen. Das bedarf anfangs ein wenig Mut, denn sehr oft rennen wir davon. Es ist leichter, es scheint leichter zu sein, sich den Emotionen hinzugeben, als wie still zu stehen, sitzen, in sich geruht und genau zu betrachten, die Emotionen zu erkennen, zu sehen, in allen Farben, wie sie strahlt, aber gleichzeitig sie nicht anzugreifen, sich nicht daran festzuhalten, sie einfach wie ein Nebel, der aufzieht, wieder verschwindet, genauso die Emotion betrachten, zu sehen, betrachten, aber sich nicht einzumischen, einfach voller Aufmerksamkeit, voller Liebe, ohne Verdammung, einfach zu sein und zu betrachten. Das ist die Möglichkeit, die uns eine Beziehung gibt, und es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine der besten Möglichkeiten, die wir haben. Und so können wir Beziehungen leben, und kaum wenn die ersten Missverständnisse, Missstimmungen passieren, schon aufgeben, oder aber man nützt diese Gelegenheit und erkennt eben all diese Stimmungen, diese Dinge, die in einem hervorkommen. Man erkennt sie klar und deutlich in diesem Moment. Und mehr wird man sich herausfinden. Man wird sich selbst entdecken, nicht mehr in diesen Emotionen, in diesen Gefühlen und Gedanken, sondern man wird sich selbst entdecken als dieses reine Gewahrsam, als dieses reine Gewahrsein in diesem Moment. So sehen wir uns immer mehr und mehr nicht mehr in diesen Emotionen, sondern als das reine Gewahrsein, das immer hier ist. Und das ist, was in Beziehungen eben passiert, dass wir genau all unseren Qualitäten, die wir aufgenommen haben, mit denen wir uns identifiziert haben, hervorgeholt werden. Dinge, die uns immer wieder Probleme machen, mit denen wir uns immer wieder abgeben, aber bisher sehr gerne davongerannt sind und uns ihnen nicht gestellt haben, uns ihnen nicht gewidmet haben, sie nicht betrachtet haben. Wenn wir unser Augenmerk, unsere Aufmerksamkeit für diese kurzen Momente, wenn es geschieht in einer Beziehung, wenn der Knopf gedrückt wird, einfach diese Aufmerksamkeit auf das gerichtet wird. Einfach jetzt diese Wut, wo kommt, diese Traurigkeit, wo kommt. Diese Aufmerksamkeit völlig auf dies gerichtet wird, ohne sich einzumischen, ohne sich daran zu halten, sondern einfach es nur betrachtet. So wie auch wieder als Beispiel jetzt, wenn man vor dem Computer sitzt und den Computer sieht, vielleicht die Umgebung, den Raum, in dem man sich befindet, all gerade dies, diese Betrachtung, dieses Sehen, dieses offensichtliche Sehen von Dingen, sowie auch das subtilere Erkennen von Gedankengängen und von Emotionen, die in uns passieren. So wird das Sehen an sich bleiben, und das ist jetzt in diesem Moment. Das Gleiche mit der Sexualität. So in der Sexualität
die so eine große Anziehung hat, ist es das Gleiche. Denn allein schon, wenn man sich in die Sexualität begibt, sind oft viele Dinge, an die man herumgetan hat, Probleme, an die man gedacht hat, werden auf einmal schwächer. Sie werden schwächer und alles geht auf in den Vorgang der Sexualität an sich, denn man genießt diese Energie, diese Gefühle, man genießt den Körper, man genießt einfach diesen Moment der Sexualität an sich. Und viele der Probleme, die man vorher noch hatte, verschwinden, weil der Vorgang dieser Energie unsere ganze Aufmerksamkeit übernimmt. Es ist eine lustvolle Energie, eine freudvolle Energie, die einfach dann hier ist in diesen Momenten. Und in diesen Momenten denken wir nicht viel über irgendwelche Meditationen nach, über irgendwelche Dinge. Und wenn wir dies tun, dann wird vielleicht dann auch der Vorgang der Sexualität ein wenig gestört werden und wird vielleicht nicht mehr so genussvoll empfunden. Aber im Normalfall begibt man sich in diese Energie der Sexualität und es wird intensiver und intensiver. Und man nimmt sich klarer wahr als wie an anderen Momenten in unserem Leben. Man fühlt sich intensiver, die ganzen Energien, die jetzt hier sind. Man fühlt sich intensivst. Man kann sich intensiver wahrnehmen. Das ist das Schöne, dass man eigentlich immer mehr und mehr in der Sexualität wirklich zu einem Organismus wird. Man fühlt sich immer mehr und mehr wirklich eins. Man wird nur noch Energie, man fühlt sich in diese Energie und man erfährt Einssein. Der Höhepunkt ist nicht immer das Wichtigste. Es ist mehr das Geschehen an sich der Sexualität, was uns die Möglichkeit gibt, einfach nur uns selbst wahrzunehmen. Und wenn wir uns selbst wahrnehmen in diesen Momenten, so ist es einfach Einheit, Einssein. Und wenn aus diesem heraus eben keine Projektionen mehr hervorgebracht werden, ist es einfach so. Das ist die Möglichkeit, die die Sexualität auch bietet. All diese Dinge sind wichtiger als Meditation zu betrachten, als viele anderen vorgebrachten Meditationen, die praktiziert werden. Das sind oft dann auch vielleicht nur ein wenig Ausflüchte. Man flüchtet sich dorthin und dann kommt man wieder zurück, kommt man wieder in die Beziehung und man findet denselben Menschen wieder in der Beziehung und es hat sich sehr oft nicht viel verändert. So ist diese tägliche Herausforderung wichtig als Meditation zu betrachten. Denn dies ist die wahre Meditation. Dort kann Befreiung geschehen, in jedem Moment. Kann man sagen, dieses Zusammenfließen des Lebens zweier Menschen, die in einer engen freundschaftlichen Beziehung sind, dass das ein Vorgeschmack ist für überhaupt das allgemeine Aufgehen im ganzen Leben und zusammen und fließen?
siehst, was geschieht in diesen Momenten. Siehst, was geschieht. Alles, was gefragt wird, innerlich gefragt wird, jede innere Frage, die gestellt wird, ist eben nur eine Frage. Doch das Geschehen an sich, das Erleben an sich, ist das, was geschieht, was ist. Einfach dieses Empfinden des Hierseins, auch zwischen zweier Menschen, genau dies. Genau in diesen Momenten erfährt man sich intensivst. Man darf sich nicht verwirren lassen. Es kommen dann die Gefühle herein, die einem vermitteln, hier ist auch noch ein anderer, hier ist ein anderer Mensch. Das natürlich stimmt, natürlich sind zwei Körper hier. Aber allein dieses Gefühl wahrzunehmen, hier ist ein anderer, dieses Wahrnehmen dieses Gefühls, das auch der andere hat und somit eigentlich dieselbe Energie, dieselbe Wahrnehmung ist. Es ist eine Täuschung, wenn man denkt, wenn ich denke, hier ist der andere, ist das eine andere Vorstellung, ein anderes Gefühl, als wie wenn das der andere tut. Es ist dasselbe Empfinden, dieselbe Energie, dasselbe Sein. Es ist eine Illusion, diese Trennung. Es ist diese selbe Essenz. Also auch diese Illusion zu erkennen, dieses Empfinden, hier ist ein anderer. Einfach zu sehen, auch der andere empfindet es selbst als so. Es ist dieselbe Energie, dieselbe Wahrnehmung. So eine Entspannung, einfach mehr und mehr in das Hiersein, in sich selbst. Selbst diese Vorstellung eines anderen zu sehen, zu erkennen und sich zu entspannen. Einfach sich selbst zu sein. In diesem Moment ist alles, wie es ist. Es ist alles einfach. Es ist einfach alles hier in diesem Moment. In diesem Moment ist das Leben. Das Leben geschieht in diesem Moment. Und die Illusion, dass es andere gibt, dass es andere hier sind, als solches, gibt es nicht mehr. Es mag und ist so. Auch jetzt, wenn wir hier sind, miteinander reden, sind hier verschiedene Körper-Verstandesmechanismen. Doch in jedem Menschen ist es nur eine Geschichte, die anwesend ist, aber die Essenz selber, nämlich die Essenz, die diese Geschichte wahrnimmt, diese Wahrnehmung an sich, das Bewusstsein an sich, unterscheidet sich nicht. Es gibt keine Trennung. Es ist dort alles eins. Es gibt uns nur die Illusion, eben diese verschiedenen Geschichten in Formen von Menschen, dass es eine Trennung gibt. Aber das Leben an sich, die Essenz an sich, dort ist keine solche Trennung vorhanden. Diese Trennung wird nur ganz einfach erschaffen, mit einem einfachen Gefühl. Ich bin hier, du bist dort. Nur diese paar Wörter, dieses Empfinden, das dabei entsteht, und schon haben wir dieses Gefühl der Trennung. Dann haben wir in uns ein Gefühl der Trennung. Doch das hat jeder. Jeder hat das von seiner Sichtweise aus. So ist auch dies auch eins. Und auch diese Gefühle sind nicht getrennt. Denn sie passieren in jedem, in jeder Wahrnehmung, von jedem Menschen. Es fühlt sich nicht ein Mensch violett, wenn er denkt, hier ist der andere. Der andere fühlt sich nicht rosa, wenn er denkt, dort ist der andere. Sondern es ist einfach die Wahrnehmung an sich. Gerd, vielen Dank für den ersten Teil dieses Interviews. Danke. Danke auch.